Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum vierten und somit auch zum letzten Teil der Webinarreihe Vollautomatische Handelssysteme, mehr als nur zwei kreuzende Durchschnitte und eine Blackbox. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen von FX Flat. Ja, im Prinzip will ich gar nicht so viele Worte verlieren jetzt und werde dann gleich den Link zum Videobereich in den Chat kopieren, sodass Sie auch die anderen Aufzeichnungen später sich anschauen können. Und wenn David soweit ist, dann würde ich den Monitor auch schon direkt übertragen. Ja, sehr gerne. Ich bin bereit. Prima. So, jetzt kurz den richtigen Bildschirm auswählen und jetzt müsste man meine Folie sehen. Das ist korrekt, ja. Super. Dann vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne und viel Spaß. Vielen Dank. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist David Barney und ich habe heute wieder die Ehre, mit Ihnen die nächsten 60 Minuten oder auch länger verbringen zu dürfen. Heute ist großes Finale bei uns, Teil 4 von 4 mit dem Titel Nach der Entwicklung ist vor der Entwicklung. Ein Handelssystem sollte nicht in Stein gemeißelt sein. Der automatische Handel ist an sich schon ein ziemlich komplexer Bereich. Wer erstmal ein profitables Handelssystem hat, der ist schon mal sehr weit gekommen, der hat schon mal was Gutes gefunden und gehört zur Minderheit, möchte ich behaupten. Aber dann lauert die nächste große Problematik auf den Trader, und zwar müssen wir uns darum kümmern oder sorgen, dass die Strategie auch profitabel bleibt. Viele, viele, viele unterschätzen diesen Punkt. Sie kaufen sich irgendwo ein EA oder ein Handelssystem oder entwickeln selbst eins. Es ist im Moment profitabel und darauf ruhen sie sich halt aus. Es läuft, es läuft, es läuft und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und dann im Idealfall beendet man das Ganze noch frühzeitig. Aber in den meisten Fällen sieht es dann so aus, dass man die gesamten Gewinne, die man erzielt hat, verliert. Und quasi nicht nur bei Null anfängt, sondern durch den ganzen Handel halt Verlust hat. Hat einen großen Punkt, und zwar ist das die Nacharbeit, die oft immer unterschätzt wird. Bereich. Das ist heute das abschließende Thema. Wir werden auch einmal ganz kurz einen kleinen Rückblick wagen zu den letzten drei Teilen auf einer Folie, wo wir alles nochmal kurz zusammenfassen. Und dann geht es auch schon hauptsächlich an das heutige Thema. Damit Sie alle wissen, wer an der anderen Seite des Webinars sitzt und besonders auch für die, die jetzt das erste Mal dabei sind, noch ganz kurz die Vorstellung von mir, ohne allzu viel Zeit zu investieren. Mein Name ist David Warner, das hatte ich ja bereits kurz gesagt, bin aktuell 26 Jahre alt und wohne in Berlin. Bin ja groß geworden in einer Vermögensverwaltung, da war ich 9 Jahre angestellt und habe professionell die Programmierung gelernt von Handelssystemen und auch die Entwicklung, Kontrolle und Nacharbeit von Handelsstrategien an sich. Ja, seitdem ich 18 bin, trade ich auch manuell die Strategien an der Börse und bin ja breit aufgestellt. Das heißt, ich trade natürlich auch automatisiert. Und hauptberuflich, wenn man es so sagen möchte, bin ich aktuell Geschäftsführer von AlgoCamp. Das ist ja der Partner, der aktuell gemeinsam mit FXDIT die ganzen Webinare veranstaltet. Wir sitzen auch in Berlin. Wir sitzen also nicht irgendwo in Zypern, Spanien oder auf irgendeinem Hinterhof, sondern wir sind ein deutsches Unternehmen, sitzen in Berlin, Berlin-Mitte, in der Nähe von der Friedrichstraße und haben hier unser Hauptquartier und tüfteln an neuen Strategien, entwickeln vollautomatische Handelssysteme. Das heißt, wenn Sie eine Idee haben und sagen, na, ich möchte nicht mehr vorm Rechner sitzen und das immer manuell handeln, weil ich es nicht mehr schaffe, weil es zu aufwendig ist, dann sind wir quasi genau der richtige Ansprechpartner für Sie. Ja, und des Weiteren bin ich auch inzwischen seit 2-3 Jahren noch Referent auf der World of Trading und auch bei den LB Days. Das wird auch dieses Jahr so sein, in den nächsten, den 5. LB Days. Da werden wir auch gemeinsam unter anderem mit FXBet Slots haben, wo wir gemeinsam über das Thema Algo-Trading und Handelsstrategien reden werden, bei der World of Trading das gleiche. Und inzwischen, glaube ich, schon 2-3 Jahren bin ich auch noch Autor im Traders Mag. Da gibt es regelmäßig Artikel von mir zu ja, interessanteren Themen, was den automatischen Handel angeht, zum Beispiel historische Daten, Fallen beim Backtesting und so weiter. Das so weit kurz und knapp zu mir. Bevor wir
mit der Präsentation heute durchstarten oder näher auf das Thema eingehen, möchte ich gerne mit einer kleinen praktischen Vorstellung starten, damit Sie so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, wieso das Thema an sich eigentlich ziemlich komplex ist und wo viele Fallen warten, die man einfach nicht sieht, wenn man nicht extrem tief in der Materie steckt. Wir sehen jetzt hier den MetaTrader 4 von FXBet. Das ist jetzt ein Demokonto eingeloggt. Und hier unten sehen wir einen Backtest von einem Handelssystem. Mal gucken mal kurz in die Übersicht. Das ist ein System, das handelt den Euro-Dollar auf 15-Minuten-Basis von 2010 an bis 2017. Ich habe jetzt irgendwo, ja wahrscheinlich 2015 oder so beendet, weil ich das nur kurz demonstrieren wollte. Und wir sehen halt hier einen Performance-Chart. So oder so ähnlich sehen die Charts auch aus, wenn Sie sich irgendwo Handelssysteme kaufen. Oder vielleicht haben Sie schon ein ähnliches selbst entwickelt oder sehen es wahrscheinlich auch regelmäßig bei Instagram oder Facebook. Jede zweite Seite möchte ich mir meinen postet solche Charts. Was ist das? Das ist also ein Backtest von einer Strategie, die davon ausgeht, dass wir innerhalb der letzten, jetzt sage ich mal, 5, 6 Jahren eine extrem gute Performance hatten. Wenn wir jetzt mal hier ins Journal, in die Auswertung reingehen, dann sehen wir hier, wir haben mit einem 10.000 Euro Konto gestartet und haben einen maximalen Rückgang gehabt von 11,40 Euro. Das heißt, wir waren maximal vom Depot hoch 11,40 Euro entfernt, was hier in dem Fall 0,08% ausmacht. Der größte Gewinntrade war 11,39 Euro, der größte Verlusttrade einzelne war 23 Cent. Wieso zeige ich Ihnen das? Ich möchte Ihnen kein System verkaufen. Das ist kein System, was genutzt werden kann. Ich möchte Ihnen eher damit visualisieren oder praktisch darstellen, wie schnell Sie in die Falle tappen können. Das ist ein System, das habe ich jetzt nicht selbst gemalt, das funktioniert wirklich. Ich kann das mal kurz für den aktuellen Zeitraum starten. Ich mache das mal kurz vom 1. Juli an bis heute. Ich starte das kurz, das ist ja auch live gesehen, da sehen Sie es. Das ist jetzt nicht irgendwie mit Photoshop nachbearbeitet oder so, sondern die Performance kommt wirklich so aus dem MetaTrader. Wie sieht die Realität aus? Das System wird im Live-Modus Geld verlieren. Und zwar nur Geld verlieren. Wieso ist das so? Nicht, weil der Broker uns schlecht ausführt, nicht, weil der Rechner ab und zu aus ist, nicht, weil schlecht programmiert ist, sondern weil wir hier ein System haben, was von jemandem entwickelt wurde, der nicht tief in der Materie MetaTrader-Programmierung steckt. Jedes System, leider jedes System, selbst der NinjaTrader, alle anderen Systeme haben gewisse, ja ich sag's einfach mal, gewisse Fehler. Wenn man die Fehler nicht kennt, dann kommt man zu dem Punkt, dass man solche super Systeme programmiert, ohne irgendwie einen Sinn dabei zu haben. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler, den viele begehen. Entweder kaufen sie sich solche Systeme von Leuten, die nicht so allzu tief in der Materie stecken, oder kommt natürlich auch oft vor, sie haben sich irgendwelche YouTube-Videos angesehen zur Programmierung, haben das vielleicht geschafft, einigermaßen zu entwickeln, sind wahrscheinlich auch stolz auf sich, dass sie an sich das Thema Programmierung verstanden haben und auch ein eigenes System entwickelt haben. Testen das, sie haben ja keine Fehlermeldung, es funktioniert, es sieht wunderbar aus, aber im Live-Trading wird es einfach scheitern. Weil die Backtest-Logik vom MetaTrader, genauso wie die Backtest-Logik vom NinjaTrader, einfach gewisse Fehler hat. Das ist nicht schlimm, komplexe Systeme haben immer Fehler, man muss es nur wissen. Und ein guter Programmierer oder eine gute Programmierfirma muss in diesem Fall auch solche Fehler wissen und im Vorfeld wissen, wie man drumherum bauen kann. Jetzt ganz ohne allzu tief in das Beispiel noch zu gehen, wir können ja einfach mal hier kurz den visuellen Modus aufmachen, dann sehen wir mal, wie das System im Chart handelt. Dann mache ich kurz den Handel hier klein, nehmen das auch noch mal kurz raus. So, dann zoomen wir mal rein. Hier sehen wir es schon ganz gut. Wir sehen hier ganz viele Pfeile. Das bedeutet, das System hat einfach in diesem Moment extrem oft gehandelt. Also ist hier ständig Short gegangen, hat die Position geschlossen, Short gegangen, Position geschlossen und immer wieder Gewinne realisiert. Woran liegt es? Wieso ist das System live nicht profitabel? Es liegt einfach an der Backtest-Logik. Wir haben hier
Orders am Markt, die der MetaTrader nicht ordentlich simulieren kann. Das heißt, wir haben beispielsweise eine Buy-Stop-Order bei jetzt im DAX bei 10.000. Die Candle ist im High über 10.000. Das heißt, wir müssten eigentlich eine Ausführung bekommen, aber sie schließt unter der 10.000. Und was macht der MetaTrader-Backtester in dem Moment? Er ignoriert diese Order. Er wäre sie einfach nicht eingegangen. Das führt in der Praxis dann dazu, dass wir dann natürlich nur Trades eingehen, die auch profitabel sind, weil die Backtest-Logik vom MetaTrader führt die Orders nur dann aus, wenn auch das Close über diesem Wert ist. Und ja, einfach ein ganz kleiner Fehler. Es gibt noch weitere kleinere Fehler in allen anderen Softwaren auch. Wie gesagt, kein Problem, man muss es nur wissen. Man muss es wissen, wo existieren sie, wie kann ich sie umgehen. Wieso zeige ich es jetzt heute zu dem aktuellen Thema? Es passt ganz gut in die Nacharbeit rein. Ich wollte heute einfach mal mit einem praktischen Beispiel starten. In der Nacharbeit, da kommen wir später nochmal zu, gibt es viele Punkte, die auch auf dieses Beispiel gleich zurückgreifen. Deswegen merken Sie sich einmal kurz das Beispiel. Ich komme gleich in den nächsten Folien nochmal genau dazu und erkläre Ihnen nochmal genau, wo die Verbindung zu dem heutigen Thema ist. Gut, dann starte ich kurz die Präsentation wieder. Ja, wer da was Eigencamp ist, hatte ich Ihnen ja schon kurz gesagt. Da muss ich nicht nochmal weiter eingehen. Gucken wir mal kurz auf die Agenda. Agenda für heute ist einen kurzen Rückblick, hatte ich am Anfang auch ganz kurz erwähnt. Da möchte ich aber nochmal ganz kurz die Kernaussagen der vorherigen drei Webinare zusammenpacken und kurz so die Hauptpunkte erläutern in dem Fall. Danach möchte ich zu den Arten von Nacharbeiten gehen. Nacharbeit ist nicht Nacharbeit. Es gibt da viele verschiedene Typen von Nacharbeit. Jede ist für sich geschlossen, getrennt voneinander, aber auch jede Art davon ist extrem wichtig. Da möchte ich noch eingehen. Gefolgt von der Problematik bei der Nacharbeit. Nacharbeit an sich klingt irgendwie relativ entspannt, so ähnlich wie jetzt nach einer Behandlung nochmal zum Zahnarzt müssen, zur Nachkontrolle. Bei dem Handelssystem gibt es viele, viele problematische Stellen, die für uns eine Herausforderung darstellen. Falsche Vorstellung bei MEA, das klassische Thema, wieso das jetzt zu der Nacharbeit passt, kommen wir auch an der entsprechenden Stelle noch dazu. Das Monitoring, das heißt, wenn wir ein Handelssystem live am Markt haben, sei es auf einem Echtgeldkonto oder auf einem Demokonto, wir müssen es einfach immer beobachten. Es reicht nicht, wenn wir es aktiv haben und dann im Rest des Jahres nicht mehr raufgucken, sondern einfach nur hoffen, dass das Geld wächst. Das ist ein ganz, ganz grober Punkt. Wenn wir kein Monitoring betreiben, dann können wir auch keine Nacharbeit durchführen. Dann können wir auch nie sagen, das System funktioniert oder funktioniert nicht mehr. Vorab an die Zukunft denken, ein ganz wichtiger Punkt. Eigentlich versuchen wir ja alle immer in die Zukunft zu schauen mit unseren Strategien und wir wollen alles vorhersagen, was passiert. Der Gedanke an sich, ja, können wir natürlich nicht umsetzen, aber der Gedanke an sich, den sollten wir bei der Entwicklung einer Strategie unbedingt umsetzen. Das heißt, schon während wir eine Strategie entwickeln oder ein System programmieren, wenn wir da auf gewisse Punkte achten, dann sorgen wir dafür, dass eine Strategie viel länger am Leben bleibt. Das heißt, sie ist eine ganz lange Zeit oder länger profitabel. Und der Zeitpunkt, wo wir nacharbeiten müssen, wird dadurch einfach in die Zukunft geschoben. Mit der Robustheit sieht es nicht anders aus. Je robuster ein System ist, desto später erfolgt die Nacharbeit, desto länger sind wir glücklich, desto später kommt der Zeitpunkt, wo wir wieder aktiv werden müssen. Weil im Grunde genommen wollen wir nur automatisiert handeln, um auch, ehrlich gesagt, mit wenig Arbeit viel am Markt zu verdienen. Gut, steigen wir kurz ein mit dem kurzen Rückblick. Kernaussage von den ersten drei Webinaren war ja auf jeden Fall, dass der automatische Handel an sich funktioniert. Wir haben sehr viele Kunden bei uns, entweder vor Ort oder mit denen wir per Telefon oder E-Mail kommunizieren, die prinzipiell verunsichert sind, ob das Thema an sich überhaupt funktioniert. Funktioniert der automatische Handel an sich oder ist es einfach nur wie eine große Geldmaschine für die Verkäufer? Das hatten wir im ersten Webinar, ich möchte nicht sagen belegt, aber ausführlich behandelt. Und dann nehme ich uns von Algocamp oder speziell jetzt mich immer als bestes Beispiel. Seitdem ich arbeiten darf, wird quasi mein Gehalt nur durch die Erträge von automatischen Handelssystemen
erhandelt, sage ich mal. Früher in der Vermögensverwaltung, da war ich natürlich angestellt. Da haben die Handelssysteme das Gehalt aller Mitarbeiter verdient. Inzwischen ist es so, dass die Handelssysteme an sich direkt mein Gehalt verdienen. Das ist inzwischen schon gute 9 Jahre her. Mitarbeiter aus der Vermögensverwaltung damals waren noch viel früher und noch viel länger dort unterwegs und angestellt. Deswegen, ich habe es live miterlebt über Jahre hinweg und kann deswegen ganz fest behaupten und sagen, ja, der automatische Handel funktioniert und der wird auch immer interessanter. Ich glaube, in einer kürzlichen Studie, weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, müsste ich nochmal raussuchen, gab es eine Analyse, wo wir ca. 80% der Trades an der Börse schon automatisiert durchgeführt werden. Und wenn wir dann heute so langsam anfangen, automatisch zu handeln oder immer noch hinterfragen, ob das dann so sicher ist und ob das dann Sinn macht, dann sieht man schon, naja, man ist da schon fast ist der Zug schon abgefahren. Wenn man gute 80% schon automatisiert traden an der Börse, dann ist das, glaube ich, auch nochmal ein Zeichen für sich, dass das Thema an sich funktioniert. Ja, letztes Webinar, Handelssysteme müssen nicht nur nach Indikatoren handeln, auch ein ganz wichtiger Punkt. Mit der Zeit wird es auch irgendwann langweilig, wenn wir ständig nur alle möglichen Indikatoren in einen Topf kloppen, miteinander verrühren und dann haben wir irgendwie wieder ein MACD, wieder einen Durchschnitt und so weiter. Es gibt auch viel interessantere, exotische Strategien, wie zum Beispiel, dass wir die Suchanfragen von Google verwenden und danach Handelssignale generieren, dass wir nach den Mondphasen handeln oder einfach nach statistischen Auswertungen. Weitere Informationen dazu gibt es ja auch noch in der Aufzeichnung vom dritten Teil, das war der letzte Teil. Die gibt es ja auf dem YouTube-Kanal von FXWert oder auf der Webseite nachsehen oder einfach bei uns bei eurocamp.de nachsehen. Und da wird es nochmal ausführlicher behandelt. Ja, es warten viele Fallen bei der Entwicklung. Das war das Beispiel, was ich Ihnen eben gezeigt hatte. Man kriegt es, wenn man IT-affin ist, wahrscheinlich relativ schnell oder auch etwas später hin ein automatisches Handelssystem zu entwickeln. Aber man darf leider die Erfahrung nicht unterschätzen. Ich möchte einmal behaupten, dass auch jeder hier heute im Raum, im Webinar es auch schaffen würde, ein Haus zu bauen oder ein Auto zu bauen. Gibt es wahrscheinlich 1000 YouTube-Videos dazu. Aber wenn wir das dann unsere Arbeit vergleichen mit jemandem, der schon seit 20, 30 Jahren Häuser baut oder Autos baut, der hat einfach Erfahrungswerte, die Gold wert sind, denn die haben wir nicht. Das Gleiche gilt halt auch bei der Entwicklung von Handelssystemen, von automatischen, halb- oder vollautomatischen Systemen. Handelssysteme sind emotionslos, das ist korrekt. An sich ein schöner Vorteil, der liest sich immer ganz gut und ist auch mal ein ganz gutes Verkaufsargument. Aber man darf nicht vergessen, wir sind nicht emotionslos. Der Roboter, dem Handelssystem ist es egal, ob das Konto gerade nach und nach Verluste erzielt, uns aber nicht. Im Endeffekt sind es dann doch wieder wir, die dann eingreifen, emotional werden und dem Roboter die Arbeit abnehmen oder besser gesagt wegnehmen. Der große Schwarzmarkt ist ein ziemlich großes Problem. Das Netz ist einfach voll mit automatischen Handelssystemen, die es zum Teil günstig gibt, zum Teil auch für viel Geld. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sehen irgendwo auf einer Webseite den Performance-Chart, den ich eben gezeigt hatte im MetaTrader, dann werden Sie wahrscheinlich, würden wahrscheinlich nicht lange fackeln und würden sich das Teil kaufen und sich freuen, dass Sie endlich den Heiligen Gral gefunden haben, bis Sie es dann live nutzen und irgendwie merken, irgendwie funktioniert es ja doch nicht. Und dann haben Sie auf jeden Fall ganz schnell die Einstellung, Mist, Handelssysteme, das funktioniert einfach nicht. Dass viele verbrannt sind in dem Thema, merken wir auch ganz oft bei der Kundenarbeit bei Algocamp. Viele Leute sind erstmal sehr, sehr, sehr skeptisch, weil sie schon zahlreiche EAs irgendwo gekauft haben oder kostenlos heruntergeladen haben und damit keinen einzigen Cent verdient haben. Gut, das war der Rückblick. Kommen wir zu den Arten von Nacharbeit oder erstmal prinzipiell Nacharbeit. Was ist eigentlich mit der Nacharbeit gemeint? Titel sagt ja auch unter anderem aus, ein Handelssystem sollte nicht in Stein gemeißelt werden. Das heißt, wir sollten oder müssen uns unbedingt von dem Gedanke verabschieden, dass wir einmal ein System haben, es bis zur Rente und noch länger und auch vererbt werden kann, läuft. So ist es leider nicht. Der Markt ändert sich ständig. Wir entwickeln neue Technologien, andere Marktteilnehmer kommen hinzu, andere wiederum hinweg. Es gibt neue Gesetze, es gibt neue Zinspolitik, es gibt andere Gesetze, die geändert werden. Immer wieder haben zum Teil
große, aber auch kleine Marktteilnehmer einfach eine Auswirkung auf das Ganze. Und das sorgt dafür, dass wir eine Strategie halt nicht 100 Jahre laufen lassen können, ohne sie irgendwie anzupassen. Und da gibt es verschiedene Arten der Nacharbeit. Das heißt, eine Handelsstrategie, die ist erstmal entwickelt, die besteht alle Tests, sie ist für uns profitabel, wir lassen sie laufen. Und dann kommt früher der Punkt, wo wir Nacharbeit oder Updates durchführen müssen. Und da gibt es vier verschiedene Arten von der Nacharbeit. Einmal, im schlimmsten Fall sind es die Not-Updates. Das heißt, wir haben eine Strategie, die läuft live und plötzlich macht sie nur noch Verluste. Dass sie Verluste macht, ist vollkommen okay. Wir haben hier einen Backtest und dann wissen wir, okay, innerhalb der letzten 10 Jahre haben wir jetzt einen Drawdown gehabt von 30%. Dann dürfen wir in der Realität nicht erwarten, dass wir nur 15% machen. Diese 30% müssen wir hinnehmen. Es kann aber auch sein, dass wir dann 30, 35, 40 und so weiter, also dass wir einfach eine schlechtere Zeit haben als im Backtest, ohne uns das Ganze erklären zu können. Dann sind wir an dem Punkt, wo wir halt ein Not-Update durchführen müssen. Das heißt, es ist eine Geschmackssache. Man macht das System entweder aus oder man setzt das Volumen auf ein Minimum, um einfach zu gucken, wie das System noch weiter agiert oder es läuft nur noch ein Demo-Konto, was auch immer. Aber an diesem Punkt müssen wir uns überlegen, wie können wir die Strategie halt retten. Im Idealfall passen wir die Strategie an. Wir finden heraus, woran liegt es. Beispielsweise haben wir jetzt einfach von heute auf morgen einen volatileren Markt. Das heißt, vielleicht bricht irgendwo etwas Schlimmes aus. Wir haben Terroranschläge, irgendwas Unvorhergesehenes passiert, was wir natürlich nicht hoffen. Aber diese Situation kann halt einfach auftreten. Und dann haben wir, oder auch Marktgesetzesänderung, dann haben wir halt einfach einen anderen Markt, den wir in den letzten Jahren nicht hatten. Und dann passiert es durchaus, dass die Strategie nicht mehr funktioniert. Dann müssen wir uns überlegen, wie können wir es anpassen. Wieso macht diese Strategie jetzt gerade Verluste? Ein Beispiel für eine Anpassung wäre zum Beispiel, wir haben die Strategie vor 4 Jahren entwickelt und da haben wir im DAX gesagt, der Stop-Loss liegt jetzt irgendwie bei 40 Punkten. Heute oder in ein paar Jahren, sagen wir 6, 7 Jahre danach, ist die durchschnittliche Tagesschwankung vom DAX beispielsweise bei 200 Punkten. Und wenn wir dann mit dem 50-Punkte-Stopp von vor Jahren ankommen, dann werden wir einfach ständig aus dem Markt gerissen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, dass wir sagen, okay, das System, das wurde in einer Phase entwickelt, wo die Volatilität oder die Schwankung im Markt einfach gering war. Damals war es okay, aber heute können wir mit 50 Punkten nicht mehr weit kommen. Heute sind 50 Punkte quasi einfach nur ein kurzes Husten oder jemand ist auf der Tastatur eingeschlafen, hat 5 Kontrakte gehandelt und schon sind wir 50 Punkte gestiegen oder gefallen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, wie wir solche Not-Updates durchführen können. Es kann natürlich auch sein, dass wir einfach nichts finden, um eine Strategie anzupassen. Ja, wir müssen ja auch irgendwann aufhören, weil irgendwann haben wir dann eine komplett neue Strategie und das ist nichts mehr von der anderen übergeblieben. Das sind die Not-Updates, so nennen wir das intern. Dann gibt es auch noch Performance-Updates, das sind die, die wir bezeichnen, positiven Updates. Das heißt, wir haben eine Handelsstrategie, die funktioniert im Rahmen, das heißt, sie bewegt sich im Rahmen, die Erträge, die Drawdowns sind alle wie geplant circa, aber wir haben irgendwie eine Optimierung herausgefunden. Beispielsweise haben wir einen neuen Indikator herausgefunden oder entdeckt oder entwickelt, mit dem wir die Tagesschwankung ganz gut berechnen können und wir sagen, okay, das mit dem Stop-Loss, das wird mir langfristig irgendwann mal auf die Füße fallen. Ich mache das jetzt mit meinem Indikator. Das heißt, ich habe keinen fixen Stop-Loss mehr, sondern mein Indikator, zum Beispiel der ATR, der bestimmt ab sofort den Stop-Loss. Oder ich habe irgendwo etwas in einer Zeitung oder in einem Webinar oder wo auch immer irgendwas Interessantes gefunden, irgendeine interessante Idee oder ein Hinweis, mit der ich meine Strategie optimieren kann. Das ist auch so ein Punkt. Das sind Updates, die müssen nicht sein. Das sind halt die Performance-Updates, aber wir müssen einfach auch mal ein bisschen mit der Zeit gehen. Denn der Markt und die Konkurrenz und die Konkurrenten am Markt, die schlafen ja auch nicht. Die werden ja auch ständig überall hinterher sein, wollen neue Informationen versuchen, probieren, bis sie irgendwann wieder Vorteile am Markt entdeckt haben. Deswegen müssen auch wir, das ist sehr schwer, auch wenn es gut läuft, müssen wir zusehen, dass wir an der Strategie immer weiter arbeiten. Ohne dass wir jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein neues Update herausbringen. Das ist auch gefährlich. Wir dürfen nicht eine Strategie jeden zweiten Tag anpassen, weil wir sagen, okay, gestern haben wir einen Verlust gemacht, hätte ich jetzt diesen Indikator verwendet, wäre das nicht so passiert. Und da ist es halt sehr schwer, eine entsprechende Mitte zu finden.
wie oft passen wir das an und so weiter. Technische Updates sind, ja, wenn sie positiv sind, nicht zwingend. Wenn sie negativ sind, dann sind sie zwingend, weil zum Beispiel vielleicht MetaQuotes, also die Firma von dem MetaTrader, ein Update herausbringt und dadurch haben sie irgendwie ihre Programmiersprache so geändert, dass die ganzen EAs nicht mehr funktionieren, weil sie zum Beispiel irgendwelche neuen Funktionen eingebaut haben oder irgendwas von früher nicht mehr funktioniert. Habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass solche Extrem-Updates aufgetreten sind, aber es kann natürlich passieren. Gar keine Frage, dann müssen wir das System einfach anpassen, dass es wieder funktioniert mit dem aktuellen MetaTrader. Oder allerdings, wenn es ein positives Update ist, dann ist es so, dass MetaQuotes irgendwelche tollen neuen Funktionen eingebaut haben, wodurch wir schneller traden können, wodurch wir Code sparen, weil wir einfach Berechnungen einfacher oder noch schneller durchführen können. Solche Möglichkeiten gibt es einfach. Also einfach mit technisch auch mit der Zeit gehen. Das hat keine Auswirkungen auf die Strategie an sich. Die Regeln, die bleiben alle, aber technisch führen wir halt hier eine kleine Optimierung durch. Dann gibt es noch Asset-Updates. Kommt zum Glück nicht allzu oft vor, aber es kann natürlich sein, dass einfach das Asset, also das Produkt, das wir mit einer Handelsstrategie oder mit einem Handelssystem handeln möchten, dass es da Änderungen gibt. Beispielsweise ändern sich die Handelszeiten. Es gibt vielleicht andere Änderungen oder Änderungen im Gesetz. Wenn wir mal den DAX betrachten, der DAX hat ganz am Anfang, also der Future-Handel hat ja erst wieder Kassamarkt um 9 Uhr gestartet. Inzwischen startet der auch um 8 Uhr. Wenn wir uns überlegen, wir haben jetzt vor Jahren das System am Laufen, es läuft und plötzlich von, ja, nicht von heute auf morgen, man wird es schon früher bekannt geben, aber plötzlich eröffnet der Future-Markt eine Stunde früher. Dann müssen wir zusehen, dass wir dieses Asset-Update auch irgendwie unterbekommen. Was machen wir jetzt? Handeln wir unsere Strategie jetzt von 8 oder ignorieren wir die Stunden und handeln sie von 9? Das müsste man halt einmal komplett durchtesten. Ist die Strategie auch profitabel, wenn ich jetzt früher anfange? Ist sie nicht profitabel und so weiter? Da gibt es noch zahlreiche kleine andere Änderungen, wie zum Beispiel, dass die Margin einfach angepasst wird aufgrund von gewissen Bedingungen. Dann müssen wir vielleicht das Volumen anpassen, weil die Margin-Anforderungen höher geworden sind oder sie wurden herabgesetzt und können das Volumen wieder entsprechend erhöhen, so wie es unser Risikoplan vorschreibt und so weiter. Also es gibt vier verschiedene Arten von Updates oder von einer Nacharbeit, die enorm wichtig sind. Das heißt nicht, dass wir jeden Tag jetzt da dran sitzen und alles einmal durchgehen und jede Art durchspielen. Aber wir dürfen langfristig nichts davon ignorieren oder vernachlässigen. Alle vier Punkte sind leider enorm wichtig, um möglichst lange von einer Strategie Gewinne sehen zu können. Die Problematik bei der Nacharbeit hatte ich ja eben auch schon kurz erwähnt. Hin und her, macht Tasche leer. Das höre ich auch immer ganz, ganz gerne von unseren Tradern. Das Problem haben wir halt hier auch. Wir können nicht von heute auf morgen sagen, ich packe jetzt noch einen neuen Indikator dazu. Übermorgen sage ich, ich trade nur noch Long Trades. Danach sage ich wiederum, ich trade jetzt ein anderes Asset. Wenn wir etwas gefunden haben, eine Strategie für ein Asset mit gewissen Einstellungen, dann müssen wir das auch eine gewisse Zeit lang so fahren. Wir müssen das handeln, ohne ständig einzugreifen. Weil wir alles andere, selbst wenn wir von heute auf morgen irgendwie was durchführen, das ist Casino. Ne? Das können wir mit dem Casino vergleichen. Wir brauchen ja immer erst Erfahrungswerte. Wenn ich jetzt heute zum Beispiel den MACD in meine Strategie einbaue und ich lasse ihn jetzt 2-3 Tage laufen und ich merke, macht er nun Verluste, dann hat es ja null Aussagekraft. 3 Tage im Vergleich zu meinem 10-Jahres-Backtest mit 10.000, 20.000 Tage, ist das nichts. Und das muss uns immer bewusst sein bei der Nacharbeit. Nur wenn wir vielleicht mal einen Tag haben, der ziemlich viele Verluste macht, dürfen wir noch nicht hingehen und sagen, jetzt hole ich mir die Liste raus, jetzt gehe ich die ganzen Nacharbeiten durch, die ich im Webinar gehört habe, und dann funktioniert das wieder. So dürfen wir nicht agieren. Problematik ist hier, den richtigen Weg zu finden. Passen wir eine Strategie zu früh an, dann verlieren wir Geld, obwohl das Grundsystem eigentlich profitabel ist und funktioniert. Wenn wir es zu spät angehen, dann haben wir das Problem, dass wir mehr Geld verlieren als eigentlich nötig.
Ein kleines Beispiel aus meiner Anfangszeit damals, als ich glaube, ja, wie weit war ich da, 18, 19 oder so, hatte ich mein erstes Handelssystem entwickelt. Da war ich noch, ich glaube, Ende meiner Ausbildung. Da wusste ich noch nicht so wirklich, worauf es ganz genau ankommt bei der Entwicklung. Hatte es irgendwann fertig, habe es live laufen lassen und das war in meiner Azubi-Zeit, da habe ich, ich glaube, es waren 23 oder 24 Tage in Folge, hat das System immer nur ein Trade durchgeführt und jeden Tag hat es ein Gewinntrade durchgeführt. Und das war am Anfang täglich ca. 400 Euro, dann habe ich es recht schnell erhöht auf 800 Euro und das hat es wirklich 23, 24 Tage hintereinander gemacht. So, gerade wenn man Azubi ist und das irgendwie, wenn man irgendwie jeden Tag sein Monatsgehalt verdient, dann hebt man natürlich sehr, sehr schnell ab, was das Leben insgesamt abgeht. Das System war halt einfach extrem gecurve-fitted an eine gewisse Zeit. Das heißt, ich habe es extrem an die Vergangenheit angepasst, habe es laufen lassen, es lief so gut. Gier frisst Hirn. Und dann gab es dann die Zeit, wo es dann natürlich nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, danach kamen nicht nur noch Verluste, es war halt normales Trading und irgendwann ging es dann darüber, dass es nur noch Verluste gemacht hat. Klar, es war einfach nicht allzu gut entwickelt, es war darauf ausgelegt, kurzfristig Geld an der Börse zu verdienen. Aber was war da mein Fehler? Ich habe zu spät agiert. Das heißt, die Gewinne waren irgendwann alle weg. Mehr als die Gewinne waren irgendwann alle weg und ich wollte es immer noch nicht wahrhaben, dass das System nicht mehr funktioniert. Und das ist das, wo Sie auch aufpassen müssen, nicht zu früh anpassen, dann ist das einfach unnötig, aber auch nicht zu spät. Das heißt, wenn Sie jetzt ein System neu am Markt starten, dann passiert es natürlich, dass Sie Ihre initiale Kapitaleinlage am Anfang durchaus mal zum Teil etwas verlieren. Wenn Sie aber schon ein System über Monate am Laufen lassen haben und Sie haben da schon 100, 150.000 Euro verdient, dann sollten Sie zusehen, dass Sie nicht die 150.000 Euro plus noch mehr auch wieder verlieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weder zu früh noch zu spät eine Strategie anzubauen. Ohne Backtest ist es nur sehr schwer. Basis für die Nacharbeit oder um den Punkt zu erkennen, wo ich die Nacharbeit angehen muss, ist ja der Backtest. Das heißt, ich brauche eine Auswertung über die Vergangenheit, wo ich sehe, wie performt meine Strategie. Wenn ich jetzt hier kurz nochmal in den MetaTrader springe, wenn ich jetzt den Backtest ein bisschen länger laufen lasse, ich mache das jetzt mal vom Mai her, hat jetzt nicht allzu viel Aussagekraft. Kurz stoppen. Den visuellen Modus aus, geht es etwas schneller. So, wir tun jetzt einfach mal so, als ob das jetzt die letzten 10 Jahre sind. Dann haben wir hier Auswertungen, mit denen wir arbeiten können. Wir sehen hier zum Beispiel, ich habe innerhalb der letzten 10 Jahre mit meiner Strategie einen maximalen Drawdown von 2% gehabt mit 10.000 Euro und pro Trade 0,01. Das ist zum Beispiel ein Parameter, den ich auf die Zukunft anwenden kann. Das heißt, ich betrachte in der Zukunft, ich gucke mal kurz auf die Folie, kommt auch später nochmal ein bisschen genauer beim Monitoring, aber ich brauche diese Werte und mit diesen Werten arbeite ich in der Zukunft. Kommen wir später nochmal beim Monitoring dazu, aber wenn ich keinen Backtest habe, dann weiß ich nie, wann eine Strategie nicht mehr funktioniert oder wann sie auf dem Weg dahin ist, nicht mehr zu funktionieren. Das sind die Problematiken. Falsche Vorstellung beim EA gehört eigentlich auch irgendwie mit unter zu dem Problem, wieso viele leider nicht profitabel sind mit dem automatischen Trading. Das sind halt so, ja, einfach falsche Meinungen, die viele haben, dass ein System einmalig programmiert wird und 100 Jahre profitabel läuft. Das ist nicht so. Sehr viele haben auch die Vorstellung, dass ein System, nur weil es ein Computer ist, weil es sehr intelligent sein muss und extrem schnell rechnet und unendlich viel kann, es ist keine Begründung dafür, dass ein System nur Gewinne macht, jeden Tag, jede Stunde, ständig. Das muss auch aus unserem Kopf raus. Wir dürfen auch nicht die Vorstellung haben, dass wir keine Drawdown-Phasen haben. Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen, das sagen wir sind jetzt hier 10 Jahre unterwegs gewesen, haben ein Drawdown von, lass den bei 20% sein, dann dürfen wir nicht der Annahme haben, dass wir in der Zukunft keinen Drawdown haben von 20%. Das müssen wir hinnehmen. Ich weiß, wenn man das so historisch ansieht, wenn man hier auf den Chart guckt, dann denkt man natürlich, ja klar, das lasse ich sofort live laufen.
Wir haben hier kaum Einbrüche, hier mal so ein bisschen, hier mal so ein bisschen. Wenn wir aber dann in der Zeit sind, zum Beispiel hier, wenn wir jetzt hier in der Zeit sind und das wirklich miterleben, wie wir hier Tausende von Euros verlieren, dann ist das was ganz anderes. Hier im Backtest drücke ich kurz auf Start, es läuft 2-3 Sekunden und dann habe ich meine Performance. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Live werden wir auf jeden Fall Drawdown-Phasen erleben, die auch mal so groß oder vielleicht auch größer sind als die, die wir in der Vergangenheit hatten. Ja, live gibt es natürlich auch Fehlerfälle. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, das System von eben, das ist wirklich profitabel, dann dürfen wir das nicht ganz eins zu eins umrechnen. Das heißt, im Live-Trading kommt es mal vor, dass unser Computer aus ist, unser Metatrader abstürzt, dass unsere Internetverbindung nicht da ist, dass unsere Frau den Stecker zieht, um zu saugen, und ist der Computer auch kurz aus. Das alles passiert im Backtest. Das ist das System halt irgendwie in einer geschützten Umgebung, da passiert halt in dem Moment nichts. Das muss uns live auch ganz klar bewusst sein. Das heißt, wenn mal der Rechner ausfällt oder was auch immer, das ist alles kein Problem, aber es darf nicht so weit gehen, dass wir jetzt irgendwie zweimal am Tag den Metatrader neu starten müssen und dann ständig Trades verpassen. Dann kann es durchaus sein, dass die Strategie oder das System einfach gar nicht mehr profitabel ist. Gut, sind wir auch schon beim Monitoring der Systeme. Was meine ich damit? Mit Monitoring der Systeme meine ich, dass wir in einem regelmäßigen Abstand, das muss jetzt nicht täglich sein, es kann auch einmal im Monat sein oder auch alle zwei Wochen vielleicht, dass wir die Ergebnisse im Live-Trading mit der Vergangenheit überprüfen. Das heißt, wir haben einen Drawdown in unserem Backtest über die letzten 10 Jahre von 20%. Wie ist dann eigentlich der Drawdown aktuell? Wenn wir das System live laufen haben und wir haben einen Drawdown von 10%, wissen wir schon mal, okay, wir sind noch im Rahmen. Der maximale Drawdown ist halt nur ein Punkt, den man immer vergleichen kann. Ich nehme es immer, weil er relativ einfach zu verstehen ist. Ein anderes Beispiel ist die Anzahl der Trades zum Beispiel. Wenn wir über die letzten 10 Jahre durchschnittlich alle zwei Tage mal einen Trade durchgeführt haben und wir jetzt im Live-Modus plötzlich jeden Tag 9 Trades durchführen, dann ist das zum Beispiel eine Abweichung, wo ich skeptisch wäre, weil irgendwas stimmt nicht. Entweder haben wir gerade wirklich eine kurze Phase, wo wir ständig Signale generieren, oder irgendwas ist kaputt. Und da gibt es viele, viele, viele weitere Parameter, die wir noch mal überprüfen können. Zum Beispiel auch die maximalen Verluste, die wir erzielen, die maximalen Verluste in Folge. Da kann ich auch einmal ganz kurz in den Metatrader springen. Hier haben wir noch ein paar Auswertungen, zum Beispiel durchschnittlich, wie oft machen wir einen Gewinn in Folge, wie oft einen Verlust in Folge, wie groß ist maximal ein Gewinn oder ein Stop-Loss und so weiter. Da gibt es viele Parameter. Wir können auch noch eigene Parameter ausrechnen, aber das müssen wir uns quasi immer so als Basis nehmen und prüfen es mit den aktuellen Trades. Gar keine Frage, im Live-Trading haben wir einfach zwangsweise Abweichungen vom Trading her. Das heißt, Slippage, die können wir auch im Backtest simulieren, aber es gibt einfach mal auch im Live-Trading vielleicht höhere Slippage. Wir haben mal ein Delay, weil irgendwo was mit der Leitung nicht stimmt, irgendwelche technischen Probleme sind. Das ist alles okay. Das müssen wir alles einpreisen. Wenn wir da bei wenigen Pips Unterschied sind, ist alles okay. Wo wir aber allerdings aufpassen müssen, ist, wenn das Live-Trading extrem abweicht vom Demo-Trading. Das heißt, ich habe die letzte Woche live gehandelt mit meinem System, merke, hat ja irgendwie nur Verluste gemacht, dann nehme ich diesen Zeitraum und backteste das System nochmal für diesen Zeitraum und merke dann, der Backtest war profitabel und das Live-Trading nicht. Das heißt, anders ausgedrückt, im Live-Trading waren wir Montag früh long und im Backtest waren wir Montag früh short. Da sollten wir unbedingt ganz genau hingucken und am besten eigentlich das System auch in dem Moment stoppen, weil ein Backtest für wir ja nicht durch, um das bei Facebook zu posten, einzurahmen und allen zu zeigen, wie toll wir im Backtest oder wie reich wir im Backtest sind, sondern den Backtest führen wir nur A durch, um herauszufinden, ob das System an sich funktioniert und B, um herauszufinden, wie das System in der Zukunft performen wird. Wir wollen ja einen Erwartungswert haben. Wir wollen ja irgendwie wissen, lohnt es sich überhaupt, wenn ich jetzt irgendwie im Jahr damit 0,05% mache, dann kann ich mir die ganze Arbeit an sich ersparen und könnte das auch einfach
ja, in irgendwelchen Anleihen stecken, wo ich dann vielleicht nur 2% im Jahr bekomme, aber null Aufwand habe. Das ist ganz wichtig. Ein System, was ordentlich entwickelt wurde, das muss im Live-Trading genauso agieren wie im Backtest. Wie gesagt, kleine Abweichungen sind völlig okay. Vielleicht passiert es auch einmal von 1000 Trades, dass wir im Backtest long sind und im Live-Trading short. Kann durchaus passieren, aber das muss unbedingt die Ausnahme bleiben. Ja, vom Überprüfungszeitraum her gibt's nicht die Regel, ob man es jetzt täglich machen sollte oder wöchentlich, kommt auf die Strategie an. Wenn ich ein System habe, was nur auf Wochencandles agiert, dann muss ich das natürlich nicht jede Woche machen. Wenn ich aber ein System habe, was auf Tick-Basis unterwegs ist oder noch kurzfristiger, dann sollte ich es schon wöchentlich durchführen. Das ist eine Geschmackssache. Ja, kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Zeit wir haben und wie viel Lust wir auch an dem Fall haben. Ja, eigentlich wollen wir die Nacharbeit ja gar nicht angehen. Eigentlich interessiert uns der automatische Handel ja nur, weil wir ohne Arbeit Geld verdienen wollen oder weil wir eigentlich im Schlaf Geld verdienen wollen. Das ist so ein bisschen überspitzt gesagt, wieso das Algo-Trading eigentlich interessant ist. Ganz klar. Ich denke mal, es ist Ihnen allen bewusst, dass es so einfach nicht ist, dass schon etwas Arbeit drin steckt. Wir können aber, wie ich am Anfang auch erwähnt hatte, den Zeitpunkt, wo wir die Nacharbeit angehen müssen, nach hinten schieben. Und zwar, indem wir bei der Entwicklung der Strategie schon darauf achten, dass wir die Strategie abhängig vom Markt machen. Das darf man nicht falsch verstehen. Das hatten wir heute bei der Teambesprechung auch das Thema, ob man jetzt in diesem Kontext abhängig nutzen kann oder nicht. Was meine ich mit abhängig und nicht abhängig vom Markt? Wenn ich jetzt 2010 habe und ich entwickle 2010 eine Strategie für den DAX, sie ist an sich profitabel und ich sage, der Stop-Loss, den will ich jetzt auf 50 Punkte setzen, weil das so in der Vergangenheit immer ganz gut war und der Markt sich durchschnittlich vielleicht so um 40 Punkte am Tag bewegt. Dann ist es eine Entscheidung, die habe ich ja abhängig vom Markt getroffen. Gehen wir 7 Jahre weiter, wir haben 2017, da haben wir vielleicht eine durchschnittliche Tagesschwankung im DAX von 150 Punkten oder 200 Punkten. Dann haben wir immer noch einen Stop-Loss von 50 Punkte und wir werden also ständig rausgeholt aus dem Markt, obwohl nichts passiert ist. Also wenn der Markt sich heute um 50 Punkte bewegt, dann ist es eigentlich nichts, da dreht sich keiner um, da gibt es keine Berichterstattung zu, das ist einfach sehr uninteressant. Aber wir werden ständig ausgestoppt, weil die Entscheidung, die wir getroffen haben, damals abhängig vom Markt war. Anders gesagt, wir sollten möglichst keine fixen Werte in einer Handelsstrategie anwenden. Das heißt, alle Parameter, die wir haben, sollten wir, wenn möglich, abhängig von der aktuellen Marktphase machen. Jetzt bei dem DAX-Beispiel würde ich keinen fixen harten Stop-Loss von 50 Punkten nehmen. Sondern wenn ich 2010 gesagt habe, naja, ich nehme die 50 Punkte, weil der Markt sich ca. 40 Punkte bewegt, dann würde ich lieber als Stop-Loss den ATR nehmen, also die durchschnittliche Tagesschwankung. Vielleicht ist der ganze ATR, ich weiß gar nicht, wo wir aktuell sind, vielleicht bei 200 Punkten beim DAX, dann sage ich, nee, 200 Punkte ist mir zu teuer, das passt nicht zu der Strategie, ich nehme halt immer einen halben ATR. Was haben wir dann? Wir haben einen Stop-Loss, der abhängig ist von der aktuellen Marktphase. Wenn der Markt sich jetzt also über einen längeren Zeitraum, über 2, 3 Wochen beruhigt und sich durchschnittlich nur noch ja, 40 Punkte am Tag bewegt, dann setzt das System auch nur einen Stop-Loss von der Hälfte, und zwar von 20 Punkten. Das heißt, hätten wir so eine Marktphase, die extrem ruhig ist und wir würden einen Stop-Loss von 200 Punkten setzen, dann verlieren wir zu viel Geld, obwohl es nicht nötig ist. Unsere Stop-Loss sollten wir immer an dem Zeitpunkt oder an dem Punkt im Markt setzen, wo wir sagen, okay, das initiale Signal ist jetzt ungültig, mit einem kleinen Puffer, hier gehe ich raus. Wenn wir so eine Tagesschwankung haben von 40 Punkten und ich einen Stop-Loss Intraday von 200 Punkte setze, dann ist das wahrscheinlich noch mit sehr, sehr, sehr viel Hoffen mit dabei. Deswegen solche Parameter immer abhängig von der aktuellen Marktphase gestalten, wenn möglich. Das gleiche kann man auch zum Beispiel nehmen für Range-Breakout-Strategien. 2010, wenn wir so das klassische Opening-Range-Breakout betrachten, haben wir vielleicht zum Eröffnungskurs 20 Punkte oben raufgesetzt, da gehen wir long, 20 Punkte drunter gehen wir short.
Also das klassische Breakout. Wenn wir das heute machen, dann würden wir wahrscheinlich jedes Mal innerhalb der ersten ein, zwei Minuten ausgeführt werden, weil 20 Punkte zu der Markteröffnung eigentlich nichts sind. Das ist ein Augenschlag, dann haben wir die 20 Punkte. Hier könnte man auch zusehen, dass man vielleicht vielleicht einen Durchschnitt bildet von den letzten Gaps, durchschnittlichen Gaps, oder wir nehmen halt auch den ATR oder irgendeinen anderen Indikator. Hauptsache nicht zu fix gestalten. Denn das ist keine Garantie dafür, dass wir dann nie ein System nacharbeiten müssen. Aber wir können halt damit sorgen, dass der Zeitpunkt, wo der Markt sich ändert und wir uns auch ändern müssen, dass er einfach weiter in die Ferne rückt. Sollte also von heute auf morgen die ATR sich plötzlich ver-x-fachen, wir haben jetzt am Tag jeden Tag 500, 600 Punkte Range im DAX, dann kann es uns an sich egal sein, weil das System ist darauf vorbereitet und passt sich immer dem Markt an. Deswegen, wenn Sie also gerade dabei sind, eine Strategie zu entwickeln oder vielleicht eine entwickelt haben, nehmen Sie sich am besten die Zeit und schauen nochmal nach, wo gibt es Möglichkeiten, das Ganze zu optimieren. Dank der Backtests können Sie das ja auch historisch durchprüfen. Es ist jetzt nicht so, dass Sie einfach so den Stop-Loss ändern auf einem halben ATR oder ähnliches und sagen, na gut, das wird jetzt wahrscheinlich besser laufen. Genau dafür gibt es ja die Backtest-Funktion. So, wie können wir den Punkt der Nacharbeit noch weiter hinauszögern? Durch die Robustheit. Wenn ich mir jetzt nochmal den Chart der MetaTrader angucke, nehmen wir einfach mal an, das sind jetzt zwei Durchschnitte. Also der 10er kreuzt den 200er, das ist profitabel. So, jetzt passe ich die Einstellung so an, dass der 10er nicht mal den 200er kreuzt, sondern den 10er den 201. Also wirklich eine minimale Änderung. Wenn dann das System nicht mal profitabel ist, dann kann ich es eigentlich sofort sein lassen. Da sollten wir hohe Ansprüche haben. Also wir bei AlgoCamp haben zumindest hohe Ansprüche, was solche Strategien angeht. Wir sollten alle Parameter, sei es Uhrzeiteinstellungen, Stop-Loss, Take-Profit, wenn sie dann hart eingegeben sind, sollten wir so ca. 20-30% verändern können. Das heißt, unser 100er Durchschnitt, den sollten wir auch hochnehmen können auf 130 oder runter auf 70. Und das System muss dann immer noch im Rahmen sich bewegen. Das heißt, wenn wir jetzt anstatt dem 100er einen 130er nehmen, ist klar, dass es dann vielleicht nicht mehr profitabel ist. Aber wir müssen darauf achten, dass das System nicht mehr nicht profitabel ist, wenn wir die Parameter nur leicht ändern. Also wenn ich den Stop-Loss von 50 auf 52 Punkte erhöhe und das System dann nicht mehr profitabel ist, dann ist es nicht robust. Was heißt nicht robust? Es heißt in der Realität, im Live-Trading, also wirklich im knallharten Markt da draußen, werden wir kein Geld verdienen, weil wir schon durch so eine ganz kleine Änderung oder Abweichung im Markt einfach Geld verlieren. Also wir sind dann einfach aufgeschmissen. Und wir müssen davon ausgehen, dass das Live-Trading immer etwas unterschiedlicher oder härter ist als das Backtesting. So, und je robuster so eine Strategie ist, desto später kommt in diesem Fall auch wieder die Nacharbeit. Weil wir wissen, hey, lass uns bei irgendeinem Broker handeln oder über irgendeinen Server handeln oder über irgendeine Internetleitung, die total schlecht ist. Es stört uns nicht. Wenn wir irgendwie ein, zwei Candles später in den Markt einsteigen, ist alles völlig egal. Wir wissen, wir haben die Robustheitstests durchgeführt, können Abweichungen von bis zu 15% in Kauf nehmen und trotzdem ist das System profitabel oder, was auch okay ist, es verbrennt zumindest nicht durch kleine Abweichungen sofort das ganze Trading-Kapital. Ja, da sind wir auch schon mit den Folien durch. Ich gehe jetzt mal kurz auf das Fazit ein. Nacharbeit ist vorhanden, jedoch weniger Nacharbeit als das manuelle Trading. Klar, es ist leider Arbeit, sagt der Name ja schon, die Nacharbeit verursacht auch Arbeit. Aber es ist immer noch weniger Arbeit, als wenn wir die Strategie den ganzen Tag manuell handeln. Irgendwann können wir jede Strategie auch nicht mehr manuell handeln, wenn wir zum Beispiel auf dem Tick-Chart unterwegs sind, auf kurzen Minuten-Charts und anstatt zwei Assets dann plötzlich den gesamten US-Markt oder alle S&P-Aktien handeln wollen. Das können wir einfach manuell nicht mehr durchführen. Da macht es dann natürlich Sinn, auf das automatisierte System umzusteigen. Wie gesagt, Nacharbeit ist vorhanden, aber nicht so groß, wie wenn wir es manuell handeln würden.
Leider ist die Nacharbeit auch zwingend notwendig. Das ist auch ein guter Punkt. Also wenn Sie beispielsweise irgendwo eine Handelsstrategie oder ein System erwerben möchten, fragen Sie auch unbedingt im Vorfeld nach, wie es mit der Nacharbeit aussieht. Das gerade im englischsprachigen Raum, das ist eigentlich ein ziemlich großer Trend, ein System zu entwickeln, zu verkaufen, und das wird einfach dann so in der Version bleiben. Vielleicht gibt es dann irgendwie mal ein technisches Update, aber soweit wir das mitbekommen haben, ist die Masse der Handelssystemverkäufer darauf ausgelegt, ein System zu entwickeln, zu verkaufen, und irgendwann läuft es nicht mehr und dann läuft es halt einfach nicht mehr. Deswegen ganz wichtig, fragen Sie ruhig im Vorfeld mal nach, wenn Sie irgendwo ein System oder eine Strategie erwerben möchten, wie sieht es eigentlich mit der Nacharbeit aus? Ja, die Arbeit an sich müssen wir halt auslagern oder uns selbst einarbeiten. Das heißt, wenn wir eine Handelsstrategie haben, ein automatisches Handelssystem meine ich, dann müssen wir entweder selbst die Arbeit übernehmen und sagen, wir setzen uns da regelmäßig hin, schauen, dass wir da ein paar Änderungsprogrammierungen arbeiten durchführen oder nicht. Oder allerdings, wir lassen das Ganze einfach von jemandem umsetzen, der das programmieren kann, der sich damit auskennt. Kernaussage, die ich Ihnen auf jeden Fall mitgeben möchte, ist dynamische Handelsstrategie gleich längere Lebensdauer. Das war ja das Beispiel von eben mit dem Stop-Loss. Das ist auch ein großes Learning, was ich aus der Vermögensverwaltung mitgenommen habe. Je dynamischer eine Strategie ist, desto länger werden Sie einfach etwas davon haben und desto mehr Spaß werden Sie auch damit haben. Es gibt eigentlich nichts Schöneres als eine Handelsstrategie, die sich dem Markt anpasst. Das ist halt ein bisschen auch die Traumvorstellung, die viele in dem Bereich haben oder so im Kopf haben, dass wir immer Geld verdienen, egal wie der Markt sich bewegt. Ganz so ist es natürlich nicht, aber wir möchten nicht, sobald irgendwo etwas Schlimmes passiert oder irgendwelche Gesetze sich ändern, sofort alle unsere Systeme offline nehmen und kein Einkommen mehr dadurch generieren. Gut, ich schaue mal kurz auf die Uhrzeit. Wir liegen ganz gut im Zeitplan, deswegen will ich jetzt mal auf die Fragenliste gucken. Also wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie die jetzt ruhig. Wir haben noch Zeit und dann können wir dafür sorgen, dass hoffentlich keiner mit einer offenen Frage nach Hause geht. So, die erste Frage. Welche Version vom FX Launch ist die aktuelle? Die aktuelle, das müsste, glaube ich, die 1.26 sein. Das ist die aktuelle Version, die wir intern nutzen. Aktuell sind verschiedene Versionen im Einsatz bei unseren Trader-Kunden. Wenn Sie jetzt eine ältere am Laufen haben, ist es prinzipiell jetzt nicht schlimm. Also es gibt keine Strategieanpassung, die jetzt nicht rausgeschickt wurde. Das waren eher zum Teil Wunschänderungen, wie zum Beispiel, dass wir keine Position übers Wochenende übernehmen, also dass der Trader die Option hat zu sagen, lieber FX-Lunch, ich schließe die Position am Freitag, oder lieber FX-Lunch, baue mir ein Take-Profit ein, solche Änderungen. Also wenn Sie eine ältere Version haben, ist das kein Problem, die Trades werden ganz genauso durchgeführt. Wenn Sie aber eine neue Funktion haben möchten, können Sie uns gerne anschreiben, dann schicken wir Ihnen die zu. Jeder Käufer oder Trader, der bei uns ein Handelssystem hat, der ist auch schon intern in einem Newsletter, auf eine Mailingliste aufgenommen. Das heißt, wenn es wirklich Strategie-Updates gibt, die sich auf die Trades auswirken, dann erhält die auch jeder automatisch zugeschickt per E-Mail. Gut, nächste Frage. Welche technischen Voraussetzungen braucht ein Kunde bei Ihren angebotenen EA-Server? Reichen typische Office-PC oder? Ja, rein theoretisch reicht es, wenn Sie zu Hause irgendeine alte Krücke rumstehen haben, die Sie den MetaTrader starten kann und eine Internetverbindung hat. Da müssen Sie allerdings sehr, sehr gut aufpassen. Ohne Ihnen jetzt irgendwie Server von uns andrehen zu wollen, das ist jetzt nicht mein Hintergedanke. Ein Handelssystem muss wirklich 24 Stunden am Markt aktiv sein. Das heißt, Das werden die meisten wahrscheinlich auch noch gar nicht aufgefallen sein. Zu Hause, wenn wir halt eine ganz normale DSL-Leitung haben, dann haben wir die sogenannte DSL-Zwangstrennung. Das heißt, unser Internetanbieter, der trennt alle 24 Stunden die Verbindung einfach mal kurz, dass irgendwo was hängt, einfach mal kurz und neu startet. Das sind so Punkte, die merken wir nicht, die würde ein Handelssystem aber merken.
Anderer Punkt, bei uns fällt Strom aus oder wir machen Windows-Updates oder ähnliches. Also es passiert leider immer was. Ich weiß, ich habe mir das auch ganz oft gesagt und gesagt, nee, ich schaffe das, dass das System den ganzen Tag laufen lässt und nicht neu gestartet wird. Leider kommt es doch immer wieder dazu. Wie gesagt, Windows-Updates, wir installieren irgendein Programm, der Rechner stürzt ab, wir laden uns was runter, es geht irgendwas nicht. Empfehlung ist auf jeden Fall, wenn man das Algo-Spreading wirklich professionell angehen möchte, dann sollte man sich einen Server mieten. Bei uns kostet das Server, der kleinste Server, inklusive den Wartungsarbeiten. Das heißt, technisch müssen Sie ja nichts durchführen. Kostet der kleinste Server 19 Euro im Monat. Ist auf jeden Fall ein guter Tipp von uns. Aber rein theoretisch, wie gesagt, Sie können es auch lokal auf einem ganz normalen PC laufen lassen. Sie brauchen da keine große Hardware. Wenn der MetaTrader sich öffnen lässt, dann wird auch die, wenn auch unsere EAs bei Ihnen laufen. Aber wie gesagt, die saubere Variante ist halt wirklich der Trading-Server. So, super Sache, dann kannst du Anpassung in FX Launch. Ja, klar, für die Updates vom FX Launch am besten uns gerne eine E-Mail zukommen lassen, dann können wir auch das mit den Lizenzen checken und dann würden wir Ihnen einfach die aktuellste Version vom FX Launch auch zuschicken, das ist kein Problem. So, was verstehen Sie unter Tages-ATR? ATR, das ist ja ein Standardindikator im, ja, in fast jedem Trading-Programm, den haben wir auch, ich gucke mal kurz, im MetaTrader 4, die Average True Range, misst halt die durchschnittliche Range von den Candles. Wenn ich jetzt den Chart auf Tages-Candles nehme und ich wende den ATR hier an mit einer Periode von 14, dann bedeutet das, er berechnet hier die durchschnittliche Tagesschwankung der letzten 14 Tage. Das ist für mich die Tages-ATR. Wenn ich das Ganze jetzt auf Stundenbasis mache, dann habe ich halt die Stunden-ATR. Das heißt, die durchschnittliche Schwankung der letzten 14 Stunden Candles. Und genau, um die Frage zu beantworten, Tages-ATR bedeutet für mich die ATR der Tagescandles und da halt den Durchschnitt der letzten x Tage. Standardeinstellung ist ja immer die 14. David? So, ja. Da habe ich aber dazu eine Frage. Wäre es in dem Fall nicht sinnvoller, den ADR zu nehmen? Weil ATR beinhaltet ja dann letztendlich tatsächlich auch Gaps, ne? Und der ADR berechnet wirklich nur dann die reine Bewegung. Hast du da Erfahrungswerte dazu? Das ist richtig, was du sagst. Wir nutzen prinzipiell immer den ATR. Langfristig haben wir gemerkt, im Backtest gleicht sich das Ganze aus. Das ist richtig, die Gap-Betrachtung, die darf man nicht unterm Tisch fallen lassen. Das ist richtig. Wenn man es wirklich langfristig betrachtet, ist es quasi, kommt es auch gleich heraus, ob wir den ATR nehmen oder nicht. Okay. Aber klar, wenn man das Ganze kurzfristig betrachtet und sagt, okay, ich lasse jetzt ein System ein paar Tage laufen und dann haben wir halt zum Beispiel eine große Gap, die mit einberechnet wird, dann werden wir in dem Moment wahrscheinlich denken, na, hätte ich den ATR mal nicht genommen und die Gap lieber ausgerechnet. Aber das sind immer so Momentum-Sachen, das muss man mal schauen, was ist langfristig wirklich das Sinnvolle. Gut, nächste Frage. Vertreiben Sie erfolgreiche getestete Handelssysteme? Ja, das machen wir. Ich gehe ganz kurz mal auf unsere Webseite, um Ihnen das noch zu zeigen. Kurz den Browser öffnen. Schauen wir das gleich. Also wir haben aktuell auf unserer Webseite zwei Handelssysteme, die wir vertreiben. Ich ziehe das mal kurz hier rüber. So ist das. Genau, hier oben bei Produkte, Handelssysteme. Und da haben wir zwei Handelssysteme für den Euro-Dollar. Einmal der FX-Launch und der Cookie-Trader. Der FX-Launch basiert auf Stunden-Candles und der Cookie-Trader auf Minuten-Candles. Und dann haben wir auch noch besonders für Neulinge in dem Bereich die Algo-Trading-Starter-Box. Das ist eine kleine günstige Box, wo Sie alles bekommen, um ja, mit dem Algo-Trading anzufangen. Also wenn Sie da frisch unterwegs sind in dem Bereich. Hier haben Sie halt eine Handelsstrategie für den Euro-Dollar. Dann gibt es auch die Auswertung, die wir gerade gesehen haben, ein paar Kennzahlen dazu, die wichtig sind, um zu sagen, die Strategie ist was für mich oder nicht. Hier haben Sie noch eine Anleitung dazu, einen kleinen Indikator und auch schon den Trading-Server für 2 Monate inklusive.
ja, eigentlich so die ideale Starterbox. Da ist halt auch nochmal eine Handelsstrategie dabei. Die allerdings ist halt limitiert. Das heißt, Sie können damit nicht 10 Lots handeln und Ihr Millionenkonto damit kapitalisieren, sondern die ist halt wirklich dafür ausgelegt, einfach den kleinen oder ersten Schritt in die Welt des Algo-Tradings zu wagen. Ansonsten haben wir hier die zwei fertigen Systeme, Produkt-Handelssysteme. Wir haben noch 4 weitere Systeme, die haben wir nicht auf der Webseite, die vertreiben wir nur im direkten Kontakt. Also wenn da Interesse besteht, können Sie uns gerne anschreiben, anrufen und dann können wir die auch noch präsentieren. Gut, dann gehe ich mal zur nächsten Frage. Haben Sie Erfahrung, ob es besser ist, Range-Breakout-Systeme in den Sommermonaten abzustellen? Die Fragen kann ich so pauschal leider nicht beantworten, weil es inzwischen ziemlich viele Arten von Range-Breakout gibt. Es gibt Range-Breakouts, die sind wirklich klassisch, wie wir es von, ja, sagen wir damals kennen. Oben Long, unten Short, das machen wir einmal. Dann gibt es ja schon eine Erweiterung, dass wir öfters einsteigen, dass wir zu anderen Punkten einsteigen, dass wir ja noch 1000 Filter dazu haben. Deswegen kann ich leider pauschal nicht beantworten, wenn das System programmiert ist oder programmiert werden würde, dann könnte man ganz elegant sagen, okay, ich lasse das jetzt mal durchlaufen von 2010 oder von 2007 bis heute, dann lasse ich das Ganze nochmal durchlaufen ohne die Sommermonate und dann hätte ich halt zwei Ergebnisse, die auch wirklich signifikant sind. Dann hätte ich 17 Mal den Sommer und könnte sagen, okay, die 17 Monate, die waren wirklich schlecht, ich lasse es aus oder halt nicht. Aber prinzipiell zu solchen Auswertungen, auch die berühmten Sprüche, dass wir zu gewissen Jahreszeiten die Position schließen sollen und irgendwann wieder öffnen sollen, dass wir zu Weihnachten nicht traden sollen, das sind so Börsenweisheiten, die haben wir auch schon gebacktestet und die stimmen halt einfach alle irgendwie ja leider nicht. Das ist halt der große Vorteil, wenn man Systeme backtesten kann, dann hat man wirklich die Wahrheit und da sollte man nicht den Sprüchen glauben, die man so mit der Zeit im Trading-Bereich einfach mitbekommt. Na gut, unterscheidet sich das Handelssystem der Starterbox vom FX-Lunch? Ja, das unterscheidet sich. Das sind zwei verschiedene Handelsstrategien. Der FX-Lunch, das ist halt ein System. Und in der Starterbox, da haben wir ein völlig neues Handelssystem. Handelt auch den Euro-Dollar, aber da steckt eine andere Logik dahinter. Wie gesagt, in der Starterbox können Sie damit maximal 0,1 Lots handeln. Wenn Sie sagen, okay, das ist ein super System, ich möchte damit auch mehr handeln, dann gibt es auch die Möglichkeit, da halt eine größere Lizenz dann später noch dazu zu kaufen. Ja, erstmal sind soweit alle Fragen beantwortet. Zeitlich war es ja fast eine Punktlandung. Wenn noch was offen ist, gerne stellen. Ansonsten, wenn noch Fragen da sind, sehr, sehr gerne können Sie uns da kontaktieren. Mein Team oder ich, wir stehen auch gerne zur Verfügung. Einfach per E-Mail an mail@algo-camp.de oder Sie gehen auf unsere Seite und klicken oben bei, oder gehen mit der Maus auf über uns, klicken dann auf die Kontaktmöglichkeiten und können sich dann aussuchen, wie Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten. Entweder per E-Mail, per Kontaktformular, Sie rufen uns an oder Sie nutzen den Rückrufservice. Ist auch ganz bequem. Oder je nachdem, ob jemand aus dem Support online ist, gibt es auch noch den Live-Chat. Oder zu Broker-Fragen oder anderen Fragen steht natürlich auch noch FXpert zur Seite und ist dann wahrscheinlich 24 Stunden am Tag parat. So ist es. Ja, vielen Dank an der Stelle für die Webinarreihe. So wie ich auch die Feedbacks mitbekommen habe, ist das wirklich sehr, sehr gut angekommen. Und ja, mit uns geht das ja auch schon am 19. weiter. Also das war es noch nicht an der Stelle. Wir haben ja mit AlgoCamp am 19.07. das nächste Webinar Bitcoin CFDs, Besonderheit und Potenzial für neue Strategien bzw. Expert Advisor. Also wenn Sie interessiert sind und Lust haben, können Sie sich sehr, sehr gerne für dieses Webinar in 9 Tagen dann anmelden. Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen selbstverständlich für die Teilnahme und dass Sie anwesend waren. Wünsche allen noch einen schönen Abend. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und ich freue mich, Sie auch dann im nächsten Webinar wieder zumindest namentlich zu sehen. Danke auch an dir, David, und auch dir natürlich noch einen schönen Abend und wie immer hast du das letzte Wort.
Ja, sehr gerne. Danke dafür. Ich bedanke mich auch gerne nochmal bei allen Zuhörern und Teilnehmern, dass sie heute die Stunde sich Zeit genommen haben für das Thema. Für uns oder speziell für mich ist der automatische Handel halt wirklich ein extrem interessantes Gebiet, in dem wir uns halt auch als Experten positionieren und noch viel vorhaben in dem Bereich. Gerade das kommende Webinar zu Bitcoin-CFDs wird auch ja, im Vergleich zu den letzten Webinaren nochmal etwas praxisorientierter sein. Das heißt, wir werden uns damit beschäftigen, wie oder was steckt eigentlich dahinter ganz grob nochmal, was ist überhaupt der Bitcoin, wo ist die Besonderheit zu normalen Assets, wir dürfen das halt nicht vergleichen mit einem Euro-Dollar oder einem DAX-CFD, da gibt es noch besondere Eigenschaften und eine kleine interessante Info dazu, den Bitcoin können wir halt auch vom Marktverhalten so ein bisschen vergleichen wie den neuen Markt von damals. Da konnte jeder einfach alles kaufen und der hat Gewinne gemacht. So ähnlich ist es aktuell noch mit dem Bitcoin. Da kann auch irgendwie jeder irgendwo kaufen, wo er möchte und er wird damit Geld verdienen. Früher oder später ist es halt auch mal vorbei. Und dann zählt es halt, wer die bessere Strategie in dem Bereich am Markt hat. Da wird es irgendwann so sein, dass die Strategien das klassische Buy and Hold schlagen. Und dann ist es so wie früher mit dem neuen Markt, wenn ich rechtzeitig aussteigt oder umsteigt, da wird leider die Gewinne abgeben. Ja, kurz gesagt, auch nochmal vielen Dank für eure Zeit und ja, wenn Fragen sind, können Sie uns immer gerne kontaktieren und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen, regenfreien Abend und wie Nelson schon gesagt hat, passen Sie gut auf Ihre Position auf. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.